Jo, hi Leute, ich habe mir einfach mal gedacht, wir starten das Spiel neu, weil ich bin irgendwie mit meinem Team nicht zufrieden und wir machen jetzt die ganzen 50 gespielten Stunden nochmal von vorne, ne? Scherz, natürlich glaubt das bestimmt eh kein Schwein von euch. Ich will ja eigentlich nur im Schlüsselsystem. Wo ist denn das? Genau hier. Von der Steingipfelkammer auf die Eisenkammer umstellen, damit wir Registeel fangen können. Einstellung auf Eisenkammer geändert. Gelange durch die geheime Tür in der unterirdischen Ruine in die Eisenkammer. Yes. Ja, wurde gespeichert. Dann starten wir auch mal das Spiel. Und dann wird sich Registeel am gleichen Ort befinden wie Regirock. Den haben wir ja bereits gefangen und dann haben wir diesen Schlüssel bekommen. Den für Regieis, bezogen auf Pokémon Schwarz Edition 2, bekommt man nur, wenn man diesen Linktausch da mit Pokémon White 2 gemacht hat. Also mit irgendeinem Spieler, der Pokémon White 2 halt besitzt. Und in White 2 kann man Registeel nicht erreichen und hat eben Regieis. Somit muss man dann wiederum mit einem Spieler, der Pokémon Schwarz Edition 2 hat, diesen Tausch durchführen und nur so kommt man an alle drei und dann wiederum an ein weiteres Pokémon. Aber darüber sprechen wir, wenn wir alle drei haben. Jetzt geht es erstmal darum, hier Registeel zu fangen. Und diese epische Musik spielt wieder. Ja, da freue ich mich doch direkt drauf. Donnerwelle. Ah, kann ich angreifen, super. Biss. Und wieder habe ich keinen Flottball geschmissen, aber ja. Vergesse ich sowieso in 80% aller Pokémon-Fangfälle. Und der Meisterball ist weg. Im letzten Part haben wir ihn für Cresselia aufbrauchen müssen, weil sich Cresselia ständig geheilt hat und einfach nicht im Hyperball drin bleiben wollte. Dreimal eine 3 ergab leider keinen Treffer und ja. Irgendwann bin ich dann halt ausgerastet und habe den Meisterball geschmissen. Jetzt müssen wir die restlichen Viecher normal fangen, ohne Meisterball-Ausrede. Obwohl ich glaube, dass man irgendwo noch einen zweiten Ball kriegt. Oder haben wir schon einen aufgebraucht? Ich weiß es nicht. Aber ich habe doch nicht schon mal den Meisterball eingesetzt, oder? Wann soll denn das gewesen sein? Keine Ahnung. Vielleicht erinnert ihr euch ja und habt es mir schon längst in die Kommentare geschrieben. Oh, der erste Finsterball war nix. Und das, obwohl es eigentlich ziemlich gut aussieht. Aber ja, gut. Dann gibt es halt nochmal einen Superzahn. Ist ja kein Problem. Bring ich dich halt noch mal ein paar KP runter. Ladestrahl. Ist ja sehr nett, dass du den Angriff drauf hast. Aber bei dir kein Step. Und ich bin sowieso Elektro, also was soll's. Gut, er steigert seinen Spezialangriff damit. Das wird wohl auch der Grund sein, warum er das gemacht hat. Wieder nix. Also 2x0 bin ich schon enttäuscht von. Irgendwie. Einmal Superzahn geht mindestens noch. Ja, jetzt mache ich es nicht mehr. Jetzt ist es mir zu gefährlich. Weil das Pokémon kann sterben daran. Und das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ja. Aber es war ein Lebenszeichen. Eine Eins. Also jetzt schon an den Ballwechsel zu denken, ist zu früh und außerdem hätte ich sowieso nur den Hyperball. Aber das andere ist doch falsch. Verdammt, warum zeigt das überhaupt keine Wirkung? Mal eine Frage an alle, die Pokémon White 2 besitzen. Ist es vielleicht so, dass man in White 2 leichter Pokémon fangen kann? Also ich weiß nicht. Mein Glück in dem White 2 Let's Play war ja schon übelst hoch, oder? Und ich mache ja nichts anders als sonst. Und ja, in allen anderen Editionen funktioniert es nicht so wirklich. Und da schon. Warum?
Obwohl? Ja! Okay, ich laber nur. Geht noch. Geht noch, alles gut. Ja. 5 Minuten nur. Nicht mal. Wir waren ja noch in den Einstellungen. 3,5 Minuten habe ich wahrscheinlich dafür gebraucht. Das ist doch ziemlich schnell. Ich glaube, ich bin einfach nur verwöhnt. Das ist es. Ein verwöhnter Schwein. Und den nenne ich Fermat. Das ist auch ein Abonnent. Ich glaube zwar nicht, dass er Pokémon schaut. Er schaut, glaube ich, sowieso nur provisorisch mit. Aber seine Kommentare sind meist vom Inhalt her sehr hochwertig. Also auf YouTube eine Seltenheit sozusagen, ne? Aber ist so. Der hat schon viel Ahnung. Ist auch Physiker, soweit ich weiß. Atomphysiker? Sorry, wenn ich mich jetzt vertue und du schaust zu. Davon halte ich ja nicht viel, also von Physik, aber wenn es jemand kann, wirklich viel weiß davon, dann Daumen hoch. Von mir. Geht raus hier aus dem Laden, wir wollen weitermachen und das auf den Anfangsrouten. Da fliege ich schnell hin, wenn ich den Ausgang finden sollte. Aber der muss hier eigentlich irgendwo sein, der Maria City Ausgang. Oder? Nein? Boah, was für ein Abfuck. Dann nehme ich mir halt schnell ein Fluchtseil. Oh Mann. Und dann geht's hier raus. Dum. Na also. Problemlos. Aber ich war und das ist schon im Team. Jo. Nutzt ihr eins. Flieg bitte zu Stratos City. Yes. Und dann holen wir uns Metagross. Oder wer ist auf der Box? Irgendjemand ist auf der Box. Aquana. Okay. Aquana, rein. Ist sowieso ziemlich wichtig jetzt, weil irgendwie erinnere ich mich, dass da ziemlich viele Eis-Pokémon auf mich zukommen. Blödsinn, Schwachsinn. Drachen-Pokémon. Und deswegen brauche ich Eis. Ja, hier waren wir schon mal. Dann wurde hier der Weg blockiert. Und jetzt können wir über die Himmelspfeilbrücke gehen. Und das zum Sonnenuntergang. Ist das nicht wunderschön? Da habe ich mir ja einen super Zeitpunkt ausgesucht. Mann, ist das geil. Und der Scheißschutz muss die Atmosphäre zerstören. Was soll das? Das Wasser sieht eigentlich ziemlich gut aus für, für DS-Verhältnisse ja sogar. Oder? Finde ich schon. Eigentlich ziemlich viel. Also sie haben bei der Pokémon Engine schon vieles verändert. Ist nicht alles besser geworden. Also insgesamt muss ich schon sagen, dass ich die Grafik der 4. Generation noch ein bisschen lieber mag. Aber es wurde einfach um viele Elemente hier in der 5. Generation erweitert. Und das ist dann doch ganz gut. Das heißt, die Himmelsfallbrücke wurde mit Augenmerk auf größtmögliche Stabilität errichtet. Ich frage mich, was das für Pokémon waren, die sie gebaut haben und was sie sich dabei gedacht haben. Ja, warum sollen das Pokémon gebaut haben? Es können genauso gut auch Menschen gewesen sein. Und außerdem, Stabilität sollte sowieso Priorität bei jeder Brücke sein, oder? Ich bitte euch. Setzt man Fliegen ein, ist man freilich im Nu an seinem Ziel, aber es gibt sehr wohl auch Leute, die diese Brücke auf herkömmliche Weise überqueren, um nach Stratos City zu gelangen. Ja, ist ja auch schön. Bei Fliegen finde ich es immer so unlogisch, dass man nicht zu Orten fliegen kann, die man noch nicht besucht hat. Ich meine, es ist klar, weil es wäre sonst lächerlich, aber es ist halt einfach mega unlogisch, oder? Ich meine, was soll mich denn aufhalten? Werde ich dann abgeschossen vom Militär oder was? Das ist so lol. Gut, wir kämpfen gegen ein Kind und das sieht man auch anhand des Schwächlings, das eingesetzt wird. Und ich kann den nicht besiegen. Elektroattacken haben keine Wirkung und Superzahn würde ewig dauern. Ich muss also wechseln. Zu Zoroark, ja. Der braucht auch noch einige Level. Zoroark, Slabeyond und Advanced Ship.
die sollten jetzt ein bisschen aufholen. Und Zoroark braucht ein besseres Moveset, aber es kommt einfach keine gute Attacke. Irgendwann sollte man dann doch was finden. Immerhin, Erdbeben ist jetzt bei Slay Beyond drin. Schallquapp. Also der erste Gegner hier auf der Route ist Müll. Aber es wird noch schwieriger. Stimmt, ist nicht mal eine Route, es ist ein Wald. Hieß denn nicht Ewigenwald oder so irgendwie? Weshalb ich mich schon oft aufgeregt habe, weil er so einen ähnlichen Namen hat wie ein anderer aus der vierten Generation. Ich schau kurz nach. Ja, Ewigenwald. Das ist total bekloppt. Warum? Das Abholzen geschieht zum Wohl des Waldes. Bitte. Habe ich richtig gelesen? Das Abholzen geschieht zum Wohle des Waldes. Okay. Das Bäumefällen überlassen wir den Pokémon. Es heißt, je mehr Bäume es gibt, desto schwächer werden die einzelnen Bäume. Bäume werden also zum Wohle ihrer Baumkameraden gefällt. Ist der blöd oder was? Ich meine, klar, die saugen alle aus dem gleichen Boden, aber das kann doch nicht so krass sein. Das ist, könnte das ja jeder als Ausrede benutzen. Ach, wir holzen den Regenwald ab, weil sonst der Klimawandel stärker wird. Genau, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe vor, beim nächsten Einall-Speziellmarathon mitzumachen. Dabei muss man von Rayono City aus im Uhrzeigersinn ganz Einall umrunden, ohne zwischendurch seine Pokémon zu heilen. Also, für so einen Scheiß habe ich keine Zeit. Stimmt es eigentlich, dass ein legendäres Pokémon im Inneren dieses Waldes lebte? Ja, früher. Wenn du dich mal verpissen würdest, dann könnte ich da auch mal nachschauen. Aber ich glaube, der Typ ist nur weg, wenn man es nicht geschafft hat, Viridium zu fangen, wenn es Viech so heißt. Ich meine, es ist dieses grüne Pokémon da, dieses grüne legendäre Pokémon. Ach, das heißt schon Viridium, das stimmt schon. So viel weiß ich auch von dem fünften Gen. Ja, das kann man da halt dann, soweit ich mich erinnern kann, nachfangen. Ja, also bis jetzt ist es ja einfach. Die setzen ja alle nur Noobs ein. Leider schafft das der Donnerblitz nicht ganz. Und den Solarstrahl muss ich dringend unterbinden. Der hätte auch irgendwas anderes einsetzen können, wie Schlafpuder oder Stachelsporen. Zum Glück hat er es nicht getan. Miltank. Wird sehr nervig werden. Zumindest bei der physischen Verteidigung. Jawohl. Ja, es ist so oder so ein knackiges Pokémon. Da kann man auch zuerst Trugtrainer einsetzen, aber ich hoffe einfach mal, dass Zoroark schon stark genug ist und es auch ohne schafft. Nee. Kriegt er nicht hin. Scheiße, mein Spezialangriff sinkt stark. Jetzt muss ich so oder so machen mit der Trugträne. Um das wieder auszugleichen. Lol. Verdammt, ey. Der scheiß Schnarcher muss sowieso weg. Spukball muss ja schon weg, aber Schnarcher ist übelster Fail. Weil das habe ich ja mit einer anderen Attacke verwechselt, nämlich Gena. Jetzt mache ich es nochmal. Zur absoluten Sicherheit. Ja. Weil ich mir schon dachte, dass der Spaten das jetzt nochmal macht. Meine Fresse. Jetzt sind, Spezialangriff und Spezialverteidigung von beiden Pokémon sowas von mega niedrig, aber es gleicht sich ja Gott sei Dank aus. 5000 DP. Ja, der bringt viel. Und speziell gibt's auch noch, weil es getauscht ist, so im Endeffekt, Theodora. Auch wieder ein seltsamer Name. Ich liebe den Anblick des Lichts, das durch die Baumkronen fällt. Ich hoffe, den Pokémon, die im Wald leben, geht es genauso. Keine Ahnung, du. So, einer von den Kittys hat Drachen-Pokémon. Das ist wohl der hier, weil er schon davon spricht. Also die tun so auf kindlich und noobig, aber sind sie gar nicht so wirklich. Gut, es handelt sich nur um Dratini, also es ist jetzt kein Mega-Gegner, aber trotzdem. Da reicht ein Donnerblitz, würde ich sagen. Dann wechsle ich auf einen anderen, nämlich auf Slaybeyond mit Oh, es reicht nicht. Mit Doppelhieb können wir das regeln. Setzen nur Müll ein. Hey, so in letzter Zeit kam gar nichts mehr von Pokémon X und Y, oder? Es wird echt mal wieder Zeit, dass da irgendwie ein Pokémon gelüftet wird oder ein neuer Trailer kommt. Vor allem Grafikfortschritte würden mich interessieren. Also seit der Ankündigung ist es total leise drum geworden.
Was erwartet ihr eigentlich von der sechsten Generation? Also, ich erwarte gar nicht viel, weil es dürfte relativ einfach sein, also was Besseres abzuliefern als in der fünften Generation. Es ist echt nicht schwer. Ich habe natürlich auch die Angst, dass es jetzt echt vollkommen tot ist und sie es nochmal unterbieten, was sie jetzt in der fünften abgeliefert haben. Aber eigentlich kann man das nicht machen. Gut, das Einzige, was sie halt machen werden, ist wahrscheinlich nochmal hässlichere Pokémon. Wobei das, was man bisher gesehen hat, war eigentlich ganz okay, finde ich. Auch von den Startern her. Feuerstarter finde ich sogar ganz süß. Auch Felinara, die neue Evoli-Entwicklung, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und wenn der Rest nicht so in Richtung Müllbeutel geht, dann wird es eigentlich ganz okay. Ja, und von der Region her nicht so einfallslos wie diese hier. Und ja, vielleicht mal eine gescheite Story. Das wäre mal was. Ja, aber vom Grafischen her muss schon eine Steigerung her. Haben sie auch gesagt, dass es passiert, aber wie stark, das kann man nur ahnen. Ja, und ich habe mich hier wohl geirrt. Es kommen nur Noob-Pokémon auf mich zu. Lol, verbrannt. Und ich kann hier eigentlich durchspazieren. Also auf Juli bin ich schon stolz. Die hat geile Attacken. Wobei Psychokinese jetzt hat natürlich aufgrund von Metagross ein bisschen unnötiger wurde. Und die einzige Ausrede, die man da verwenden kann, ist Metagross greift physisch an und Juli eben nicht. Somit haben wir eine physische und eine spezielle Psychostärke. Aber Juli hat eben keinen Step drauf und deswegen wird sich das fast schon wieder relativieren. Aber auch nur fast. Daher ist die Frage, gibt es vielleicht nicht noch eine Attacke, die Juli verstärken könnte? Ich meine, ich könnte Irrlicht rein tun, aber das würde ich gar nicht so oft verwenden. Irgendein Angriff vielleicht? Was meint ihr? Passt da noch was rein? Oder kommt da sogar noch etwas? Ich glaube nicht, nee. Käfergebrumm kommt noch, aber das tausche ich ja durch die andere Käferattacke aus. Das zählt also nicht. Hä? Was macht ein Sharon da? Hallo Trainer, darf ich mal die Habitatsliste in deinem Pokédex sehen? Ich würde gerne wissen, welche Pokémon im ewigen Wald leben. Du hast noch nicht alle Pokémon getroffen, sag Bescheid, wenn alle Pokémon, die im ewigen Wald leben, in deinem Pokédex registriert sind. Haha, da kannst du lang warten, Alter. Hi. Du kommst mir gerufen. Team Plasma soll im ewigen Wald gesichtet worden sein. Hilfst du mir bei der Suche nach ihnen? Ja. Danke. Ich möchte mir deine Fähigkeiten nämlich aus der Nähe ansehen. Ich werde dich begleiten. Um die Heilung unserer Pokémon kümmere ich mich. Chillig. Danke. Ach, jetzt kann ich mit dem nicht da runtergehen. Ich wollte da noch die Trainer besiegen, aber dann halt nicht. Ja, ist gut. Ich komme ja schon mit. Ist ja gut. Raste nicht aus hier. Aber Team Plasma? Hä? Was wollen die denn? Ich dachte, die sind jetzt aufgelöst, so. Verstehe ich nicht. Vielleicht handelt es sich auch nur um einen Weisen, der mal kurz Hallo sagen wollte. Könnte sein. Mal schauen. Wir kämpfen gegen Utz und Yvette. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ein Janira! Bringt wieder schön viele EP. Hightaira wäre noch geiler gewesen, aber ich bin auch damit schon zufrieden. Ein Bisspark. Ja, unseres wurde ja leider ausrangiert. Musste er akzeptieren. Donner auf Janera. Was zur Hölle? Ihr setzt Stromstoß ein? Ist aber lol, dass das kann. Boah. Und der hat das Janera damit geowned. Kassiert halt dadurch jetzt auch übelst viel. Deswegen mag ich Stromstoß nicht. Seht ihr? Die Hälfte der KP ist weg. Das ist scheiße. Nee, selbst der hat Robustheit. Ich sag mal, selbst meine Oma hat es in dieser Generation. Das ist die beschissenste Einführung, die sie damit gemacht haben.
Ich meine, man kann diese blöde Fähigkeit ja durchaus einführen. Dann ist das halt etwas für die Online-Kämpfe. Aber dann verschont mich doch bitte im normalen Spiel damit und macht es nicht bei jedem zweiten Gesteins-Pokémon. Boah, steht mir nicht weg, Alter. Und vor allem nicht gegen den. Lol. Nicht sehr effektiv. Aber paralysiert. Komm, Bisbark. Beiß das Viech weg. Ach, ich wechsle jetzt auch mal. Weil Advanced Chip ist hier jetzt mal voll unnötig. Ich lasse es mal den machen. Auch wenn es jetzt nicht wirklich eine bessere Wahl war, ne? Aber es geht so ein bisschen um EP-Teilung. Sehr schön. Der ist down. Ja, und der andere, wird ein bisschen nerviger. Scheiße. Der ist down. Und Marda kommt. Komm, setz diese mega starke Attacke ein. Wie heißen die nochmal? Das würde uns helfen. Boah, krass. Das sieht nur so wenig ab. Gott sei Dank hat der Feuerschlag drauf. Da hat mich Cheren doch tatsächlich gerettet. Oder besser gesagt, meine Nerven. So, zwei Trainer auf einmal besiegt. Wir schauen mal runter. Wegen Items und der anderen Trainerin, aber die wollte nicht kämpfen anscheinend. Hat mich einfach ignoriert. Was soll das Mist? Stattdessen kommen die zwei wilden Viecher hier. Kein Bock drauf. Oh nee, Mann, lass mich flüchten. Oh man. Danke. Ey, ich mach doch nur zwei, drei Schritte. Und dann kommen auch immer noch zwei. Oder ist das normal? Doch, es ist wahrscheinlich normal, wenn man von Cheren begleitet wird. Warum ist der Schutz überhaupt ausgegangen, Mann? Ach, das stimmt. Auf der Brücke, ne? Der Matt. Genau, das wollte ich euch auch mal fragen. Von welchem Fußballverein seid ihr denn ein Fan? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich will mal wissen, ja, welcher Verein bei mir so am meisten auftaucht. Ich gebe jetzt aber keine Kommentare dazu ab. Weil ich würde jetzt zu dem einen Verein sagen, ja, ist gut, und zu dem anderen, nein, ist nicht gut. Und da entsteht nur Streit und deswegen, ja, verstehst du, muss nicht sein, unnötig. Deswegen halte ich einfach meinen Maul. Wobei ich eigentlich gegen jetzt nicht so viele was habe. Ich meine, klar, ich habe ein paar Rivalen, aber das ist ja nicht immer mit Hass verbunden. Gut, wenn man jetzt zum Beispiel Dortmund und Schalke nimmt, das ist Hass. Aber das gilt jetzt auch nicht für jeden, oder? Ist ja nicht so, dass das jetzt vorgeschrieben ist. Man muss den anderen hassen. Das ist doch irgendwie scheiße. Wenn es bei einer Rivalität bleibt, finde ich das alles in Ordnung. Aber Hass hat eigentlich nirgendwo was verloren. Ja, und wen mag ich denn nicht? Die sind eigentlich alle abgedüst in die zweite Liga. Oder? Ja, gut. Es gibt hin und wieder mal den einen oder anderen, wo ich ihm eine Niederlage gönne, aber das war es eigentlich auch schon. Du für verbrannt. Wir müssen eh schon wieder Schluss machen, der Part ist wieder lang geworden. Im nächsten werden wir dann hier den ewigen Wald fertig machen und das nächste Legi fangen. Und es wird nicht der dritte Golem sein, weil es kommt ein anderer dazwischen, den wir direkt in der nächsten Stadt antreffen können. Und deswegen mache ich das doch gleich mal. Wenn er schon auf dem Weg ist. Ach nee, dazu muss man vorher noch was anderes machen. Ja gut, dann machen wir das auch noch. Hier, dies ist nur eine der vielen Gaben, die Mutter Natur für mich bereithält.
Ja. Krass. Das heißt, wir werden im nächsten Part, sofern es überhaupt geht, etwas Geiles auslösen, wodurch wir drei weitere Legis fangen können. Und wenn es nicht geht, dann holen wir uns halt doch das dritte Golem. Kommt drauf an. Okay, bis dann.